Christian, schön, dass ihr dabei seid, heute mit was Besonderem. Wir machen unseren Schwammerlrostbraten. Wunderschöne Pfifferling habe ich da. Das dazu in Kombination mit einem rosa bratenen Beiritt, ja. Rampsteak kann man da oben schneiden, da man sieht schon da die Maserung drin, die Faserung, nicht die Maserung, wollte ich sagen. Und das ist ein Zeichen von besonders guter Qualität. Und wenn ich da jetzt draufgreife, schau, und der Ding bleibt in, dann sieht man, dass das Fleisch richtig abgelagert ist. Mit was starten wir? Natürlich, viele werden sich erinnern, mit der erstmal mal trocken machen. Was heißt trocken machen? Ich habe da die Pfanne heiß, ja, und tue da jetzt die Schwammerlein ohne Öl. Und das werdet ihr jetzt gleich sehen, wie der ganze Saft, das Wasser rausgeht. Und das wollen wir weghaben, weil ich will dann eine schöne Schwammerlsauce mit euch machen. Und ich bringe das Wasser am leichtesten raus, vollkommen richtig. Eine Prise Salz drauf und dann lassen wir das einfach einmal so schwenken. Das lassen wir jetzt einfach so. Währenddessen können wir uns da schon bei der Beiritt 4 Rohspaten oberschneiden. Dann machen sie so Zentimeter dick ungefähr, dann brauchen wir nicht viel klopfen, da sieht man. Von dem rede ich, ja. Das ist die Fetteinlagerung vom Fleisch. Und das macht es mürb. Das macht es saftig, nicht mürb. Herrlich. Nehmen wir uns drei rüber, geben das dabei da hinten her und werden uns das plattieren. Schau, jetzt kommt da gleich das Wasser raus, das lassen wir so, da kommt dann noch mehr, dann sieht man das. Nimm da immer Folie. Das ist ein bisschen lauter, bin ich da, aber da hinten kochen die Kartoffeln mit dem Püree und an der Kuchel, da muss halt einmal. Jetzt zu. Ja, zugeht ja, uns zu, das stimmt. Oft geht's zu, aber überall geht's zu. Und ich will den jetzt nicht dünn ausklopfen, ja. Nicht ein Millimeter oder zwei, drei Millimeter. Ne? Das kann man, ein Kalbswiener kann man dünn ausklopfen, aber ein Rostbraten, man muss schon das Fleisch spüren. Jetzt kann man das zeigen, von was ich rede. Da haben wir das Paradebeispiel. Und jetzt das Wasser lassen. Wahnsinn, ja. Eierschwammerl hat ja eigentlich bis zu 80% Wasser. Ne? Wissen ja viele nicht. Und da geht jetzt das außer. In dem Fond mit dem Salz können die jetzt quasi blanchieren, ein bisschen kochen. Nur darf es nicht zu lang, weil sonst sind sie nachher so gatschig. Und es gibt nichts Schlimmeres wie verkochte Eierschwammerl. Da gehe ich jetzt her, schau, das kannst du nochmal schauen. Und gießt das schon. Somit kann ich die Eierschwammerl dann perfekt für die Sauce weitermachen. Ich kann die dann mit den Zwiebeln nochmal kurz anrösten, da sind sie trockener. Wir lassen immer Wasser und ich habe den optimalen Geschmack vom Eierschwammerl drinnen. Da gehen wir jetzt gleich her, da nehmen wir gleich die gleiche Pfanne. Da haben wir nur ein bisschen außer. Schau. Da brauche ich nochmal einen Hangerl, den habe ich da. Und werden uns dann das Fleisch braten. Aber vorher ist mir gerade eingefallen, müssen wir es würzen auch noch. Stellen wir es da her. Folie weg. Die brauchen wir da gar nicht. Nehmen wir da hinten her. Gehen wir da mit einem Dijon-Senfaufer. Schalt dir mal da ein bisschen ruhiger. Was sagst du, Christopher? Das kann ich nicht haben. Das ist ja Wahnsinn. Das ist lieber Brecker als Kartoffelpüree, wie die Leute hören es nicht. Ne? Das ist ja unglaublich, was wir da für einen Fehler haben. Schau. Senf, Pfeffer. Immer. Ein Fleisch gehört gewürzt. Nichts Schlimmeres, wie wenn ein Fleisch nicht gewürzt ist. Das ist eine lätscherte Geschichte. Das mag ich überhaupt nicht. So, nehmen wir das da her. Und werden uns jetzt diese Rostbraten da drin einmal schön rosa anbraten. Da gehen wir her, nehmen wie immer halb Butter, halb Öl. Da kannst du uns nicht so leicht verbrennen, da willst du einen Teller her zum Rosten. Ja, das lassen wir aufschäumen, ich muss mir da gerade noch einen Teller ausholen. Bleib da drüben dabei, Christopher. Da brauchen wir jetzt eine Hitze. Weil die Hitze ist deswegen sehr, sehr wichtig, dass wir in dem Fleisch gleich eine Farbe reinkriegen, Röstaromen und es trotzdem nicht durch ist. Wenn wir das jetzt zu früh einlegen, dann fangen sie das da drinnen zum Kochen an
Und wir haben keine Röstaromen. Und die Röstaromen sind in weiterer Folge wichtig für die Sauce. Weil die machen wir einen gleichen Pfandl. Das hat alles einen Sinn beim Kochen. Ja? Was keinen Sinn hat, soll man nicht machen. Aber das ist oft leichter gesagt wie du. So, lege die rein. Richtig schöne Hitzen, gell? Wenn jetzt einer sagt, ah, so viel Fett. Das, wir lassen ja das Fett auch dann gleich in weiterer Folge drinnen für die Sauce. Und ich sage einfach, ein bisschen Butter gehört dazu von Essen. Wir haben jetzt schon andere Sachen gemacht, was natürlich nicht so deftig sind, aber da drin, das ist ja der Geschmack, so hat die Oma gekocht. Wenn die Oma rausbraten, wenn die was abbraten hast und du bist heimgekommen, dann hast du das Kochen von der Küche raus, Christopher, nicht? Weißt du das? Das ist herrlich. Ja, schau. Und da haben wir gleich auch eine schöne Farbe rum. Da duftet es jetzt. Genau so soll das sein. Und das dauert nicht lang, gell? Das ist jetzt schon, das ist jetzt fertig, ja? Schau, ganz kurz. Jetzt sind wir es da rauf. Da rauf. Ich werde das jetzt gleich zahlen. Und geben die Butter da oben drüber zum Rosten. Ja, das lassen wir jetzt da rosten. Da zieht der Geschmack rein. Und da eine, geben wir jetzt eine Zwiebel. Habe ich mir schon vorgeschnitten, ja. Dann gekochten Zwiebel. Da ist ja ein bisschen heißer, der Kuchel da. Da kann man ein bisschen schwitzen auch noch. Jetzt haben wir da drunten die ganzen Röstaromen, alles drinnen. Machen den jetzt ein bisschen glasiger Zwiebel, dass er nicht zu, Verzeihung, das ist der Rauch da rauf, dass er nicht zu rauch ist drinnen. Geben da dazu, jetzt, die Eierschwammerl, ja, die können wir jetzt auch reingeben. Jetzt geben die da gleich ein super Aroma. Jetzt riechen die auch noch so gut. Was ist denn da los, Benz? Und jetzt habe ich mir da mitgenommen eine Sauce, ja. Ich zeige euch einmal, da sind die ganzen Abschnitte vom Fleisch zu putzen, angeröstet mit einem Wurzelgemüse, mit einem Rotwein aufgossen und dann mit Wasser noch einmal aufgossen. Und dann wird das zuerst tomatisiert, das habe ich jetzt vergessen, aber ich werde es einmal separat mit einem daheim machen. Aber jetzt im heutigen Ding war uns das wirklich zu lang. Und jetzt soll das, schau dir mal das an, siehst du den Glanz? Gewaltig. Da ist jetzt aber auch nur mehr der Geschmack drin. Von den Anbraten, von die Schwammerl vorher, alles drinnen. Können wir zurückschalten? Zurückschalten, schau. Da, schau. Man sieht das. Es ist ja so schon eigentlich top. Und jetzt lassen wir den einfach da. Nicht mehr kochen, sondern nur da legen wir ihn auf. Schau. So kann man sich das auch vorbereiten, wenn man daheim Gäste hat. Das lege ich jetzt nur so auf. Schau mal das an. Jetzt ziehen wir unten die Schwammerl auf. Durchziehen. In der Ruhe liegt die Kraft. Und was machen wir jetzt dazu, dass wir es nicht verhudeln, wir zwar ein grünes Kartoffelpüree. Und da habe ich da Basilikum, gib dazu Olivenöl, schau. Das gibt dann den Geschmack, das kann man auch machen mit Kräuter. Wenn einer sagt, ich habe kein Basilikum, kann man mit Schnittlauch machen, Schnittlauchpüree. Aber nur hat das dann schon die Farbe, weil das mitgeschmetzt hat, schau. Das geht ganz schnell. Ganz schnell geht das. Jetzt haben wir das schon eingefärbt. Jetzt habe ich da ein bisschen Sauerei. Dann nehmen wir da ein bisschen Milch fürs Püree. Wir brauchen eh nicht die ganzen Erdäpfel. Die mache ich nachher für die Kinder. Nicht, dass jemand glaubt, ich schmeiße das weg. Das tun wir nicht. Wir Zillertaler Kinder schon sparen. Haben wir Kinder, das? Ha? Kinder werden sich allen freuen, denke ich einmal, mit den ganz guten Sachen. Gott sei Dank geht es ihnen gut bei mir. Aber ich freue mich auch. Ich freue mich am meisten, wenn es den Leuten daheim gefällt, was wir machen, Christopher. Das ist das Schönste. Oder? Das ist unser größtes Lob. Schau. Ganz ein normales Kartoffelpüree. Das sind mehlige Erdäpfel. Die presse ich jetzt da direkt in die heiße Milch ein. Wenn die Milch vorher nicht kocht, dann ist das meistens das Problem, dann hat man Bräckerl im Püree. Ja. Entweder sie sind zu hart gekocht, ja, oder die Milch ist nicht erwärmt. Dann hast du kein schönes. Ui, was ist jetzt da her? Hast du kein schönes Püree. Aber das ist natürlich top.
dahin. Jetzt hat er mal ein bisschen Butter. Mit Butter haben wir heute noch nicht viel gearbeitet. Ja, man muss jetzt schauen. Das ist alles der beste Geschmack. Ja. Schwitzen tue ich heute, das ist ein Wahnsinn. Und jetzt machen wir das Ganze. Schau, schau gescheiner da. Ein bisschen Salz noch. Salz rein. Jetzt rühren wir das ein. Nicht viel rühren. Viele machen einen Fehler, dass beim Kartoffelpüree dann rühren. Dann kommt der Kleisch, der Kleber außer von den Kartoffeln und dann kann man, mit dem kann man nachher irgendwas verputzen oder was. Das ist ein frisches Hangerl, gell? Fühl mich gerade das weg. Wild. Vogelwild. Schau. Und jetzt fahren wir das Grün ein. Jetzt geben wir das rein. Das ist schön. Je nachdem, wie viel man will. Ja. Schau. Jetzt haben wir da. Das ist jetzt nicht nur von der Optik, das kann man. Das ist nicht nur die Optik, das ist ein unvergleichlicher Geschmack, eine Frische, eine Gartenfrische im Erdäpfelpüree drinnen. Weil Püree ist ja was Einfaches, jeder kennt das, aber ein richtig gutes Püree, das ist nicht ohne. Können wir das schon richten? Schau her, da richten wir natürlich jetzt einen ganzen, den hat man gesehen. So schön ist der und der ist jetzt perfekt durchgezogen. Ja? Nicht durch, der ist genau so. Soll ich noch umschneiden? Nein, hat man eh schon alles gesehen. Das ist alles perfekt. Und wir reden noch immer vom Rosa. Ja, gehen wir mal da, schau, dass die Leute sehen. Da brauchen wir keine Angst haben, wenn das da heiß drüber liegt. Das ist immer noch Medium. Ja, top. Schau, jetzt ist genau Medium. Jetzt haben wir zuerst gesagt, das Medium rehe. Ne? Ja. Und jetzt, ja, ist, jetzt hat das so hat das Kochen einen Sinn mit dem Fleisch. Nur darf die Soße nicht mehr kochen, wenn man das rein tut. Ja? Und da jetzt drüber, die Schwammer. Nur nicht sparen mit der Soße. Schaut mal das an. Nein, wir brauchen ihn nicht oft loben, Christopher, aber ab und zu müssen wir ins Loben auch. Was wir da raushauen. Oder? Ja, die vor allem. Ja, du auch. Ja, du bist schon genauso wichtig. Ohne die hat man kein Bild. Schaut, jetzt haben wir da das Püree. Man kann es auch extra, ich tue es halt gerne ein bisschen. Ich mag es halt nicht zu fest, das Püree. Ja. Und das soll halt. Das tun wir jetzt so ein bisschen auf. Natürlich ein Rosmarin. Und jetzt soll ich hinten ein bisschen Basilikum. Ich probiere da auch einfach die Sauce. Wahnsinn. Sprachlos. Viertag. Bis zum nächsten Mal.